Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge von Project Unstable 5. Gestern kam ja keine Folge, weil ich keine Zeit hatte und allgemein auch nichts gemacht habe, was wir dann irgendwie zeigen könnten, machen könnten oder was weiß ich nicht. Genau. Heute sieht es so ähnlich aus, aber ich hab was vor. Und zwar habe ich vor, heute mit diesem Mod anzufangen. Und zwar Billo anfangen. Das heißt, wir machen uns einen Energy Scepter und ein Gäbelchen und ein Dominel. Das ist so das Ziel für heute. Dafür brauchen wir ein bisschen Zeug, wir brauchen hier ein bisschen Citus Quartz Dinger da und was weiß ich nicht. Das ist alles, nicht unbedingt das Problem. Kriegen wir alles hin. Das heißt, das werden wir machen. Allerdings brauchen wir dafür noch ein paar Maschinen. Und dafür habe ich mal Folgendes vorbereitet. Und zwar ein Meteor Compass. Dafür braucht man so ein Charged Service Quartz Crystal. Den kann man finden. Also gibt es den ersten, den man finden kann. Danach kann man es praktisch sich im Charger machen. Braucht man aber auch wieder für die Fluix, braucht man auch Charged Service Quartz. Deswegen, ja. Aber wir machen mal das Ding. Und wenn wir dann gucken, dann zeigt das Ding in die Richtung, in der der nächstgelegene Kompass. Meteor ist. Das heißt, wenn wir dem Kompass folgen würden, jetzt ein wenig. Das Problem ist, es geht voll aufs Meer. Ja, ich laufe mal ein bisschen nach hier und guck mal, ob man da vielleicht noch finden. Das heißt, ne, wir machen jetzt mal hier. Okay, das Ding. Dahin. Also es gibt Meteore, die sind unter der Erde, es gibt aber auch Meteore, die sind über der Erde. Das gibt es beides. Über der Erde sind sie natürlich fürs blanke Auge zu sehen, aber wenn man dann ein bisschen mehr finden will, braucht man allerdings den Kompass. Oh, er hat sich umgeändert. Ist in der Nähe von was Neuem. So, das heißt, wir folgen jetzt einfach mal dem Kompass. Machen sie einfach mal in der Folge. Ist egal. So, das heißt, wir latschen da jetzt einmal hin, wo das Ding hinzeigt und es wird natürlich Nacht. Immer. So. Wir sind relativ nah dran. Schon. Und zwar. Ich dachte jetzt gerade dreht sich. Sobald wir den Schank betreten, wird das Ding kreiseln. Und dann müssen wir schauen praktisch, wo der Meteor liegt. Ob er in der Mitte eines Chunks liegt oder ob er an der Ecke eines Chunks zu anderen Chunks liegt. Das werden wir dann rausfinden, je nachdem. Also wenn es unter der Erde ist halt. So. Waren hier Schafe? Bin ich. Sind hier Schafe? Im Notfall, warte mal, wir haben doch alles dabei. Moment, wir machen uns mal schnell im Bett. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So, haben wir das. Zwei Wolle. Das sind vier Wolle. Drei Wolle. So, das ist jetzt so ein komisches Bett. Ich mag die Betten. Ups. Oh, man kann den Kompass sogar platzieren. Das ist mir neu. Oh, komm, ich bin hier. Krieg mich nicht. Nein! Okay, gut. Jetzt soll man schlafen gehen. Flip. Okay, gut. So, tu mal weg. Brauche ich nicht, kann weg. So, jetzt mal gucken. Wo geht's lang? Da geht's lang. Hier haben wir auch so ein Ding von Astral Sorcery. Oh, wir sind im Chunk Trail. Ich guck mir erstmal das kurz an. Weiß jetzt nicht, wie es war. Ob da drunter was war oder. Ich glaube, da drunter war nichts, ne? Scheint nicht. Dann machen wir es mal hier ganz. So. Weg. Okay. Gut. Kompass. Der dreht durch. Wir drücken F3 und G und jetzt gucken wir mal. Er dreht auch in dem Chunk durch. Das heißt, er ist auf jeden Fall auf der Grenze. Also, wie gesagt, er dreht immer in dem Chunk durch, in dem Meteor ist. Er dreht hier in dem Chunk. Er dreht hier in dem Chunk. Das heißt, er ist auf jeden Fall hier zwischen den Chunks. Das heißt, er geht über beide Chunks hinweg. In dem Chunk ist nichts. Okay, gucken wir nochmal in den Chunk.
In dem dreht sich es auch, das heißt, er sitzt hier genau in der Ecke. Das heißt, wir buddeln uns jetzt hier einfach mal gerade runter. Und stoßen auf Öl. Wir haben Öl gefunden, Leute. Weil hier oben das mit einmal ausläuft. So. Verschwinde Öl. Achso, da unten war ja trotzdem noch hier das. Mensch. Toll. Denkst du, jetzt kannst du endlich mal was machen? Nein. Irgendwas ist immer. So. So, okay. Gut, und dann ab nach unten. Bis wir Kupfer kriegen. So, da sind wir. Skystone. Hier unten ist schon der Meteor. So, das heißt, das können wir ausmachen. Und dann können wir jetzt mal gucken, weil wir brauchen eh Skystone. Und ich mache mir jetzt Folgendes. Ich grabe mich jetzt einmal durch den Meteor. So. Wir sehen hier an der Seite, wir sind nicht ganz in der Mitte. Das heißt, die Mitte geht nach hier drüben irgendwo. Das heißt, es ist ein sehr großer Meteor. Machen wir aus. Und dann fangen wir jetzt mal an, das praktisch so ein bisschen durchzugraben hier. Mit dem Ziel, dass wir in der Mitte. Das heißt, ich gehe jetzt nur zur Seite, um mal kurz zu gucken, wie breit er ist. Oha. Okay. Aua! Ha! Oh, Moment. Ich habe gerade kein Schwert. Lass mich. So. So. Okay, natürlich ist hier gleich eine Höhle. Mit Mobs. So, okay. Das haben wir zu. Das hier unten machen wir auch einfach mal zu. So. Und hier mal. So, okay. Da kann das mal zurück. Und wir kommen zum neuen Thema. So, die Mitte ist jetzt nämlich. Wir können das jetzt hier sehr schön sehen. Wir haben uns ja ausgebuddelt, das ist 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt hier, das heißt ein weiter. Das heißt hier auf der Dingens hier, also praktisch hier in, auf der Ebene hier, ist die Kiste. Weil es gibt in jedem Meteor gibt es eine Kiste. In dieser Kiste befinden sich Dinge, die man braucht. Und zwar. Wie nennt man es? Sag schon. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Oh, wir sind mal am Ende. Okay, sehr gut. Pressen. Genau, wir brauchen nämlich Pressen. Damit wir es dann. Oh, da war sie schon. Da ist sie. Die Skystone Chest. Wir haben sogar zwei Pressen: Silicon und Calculation. Wir brauchen noch Logic auf jeden Fall. Das heißt, die Kiste nehme ich mal mit, weil die Kisten sind schön. Das heißt, ich mache mir auch nochmal einen Wegpunkt, damit ich dann später noch hier den Meteor schön abfarmen kann. Und dann nochmal hierher komme, einfach den Meteor dann noch weiter abfarme. Denn das ist ganz praktisch. Skystone finde ich nämlich allgemein auch ein bisschen schön. So von der Art und Weise, wie es aussieht und alles mögliche. Von daher nehmen wir es mit. Und die Kisten haben einen tollen Effekt. Und zwar kann man sie auch drehen, praktisch so überall dran platzieren. Und man kann sie auch öffnen, wenn ein Block drüber ist. Das ist auch sehr, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, ich mache mir einen Wegpunkt. New Meteor. Safe. Und dann würde ich sagen, ich begebe mich jetzt nochmal auf die Suche. Ich muss hier irgendwo auch. Wo muss ich auch? Hier muss ich auch. Genau. Das heißt, ich begebe mich jetzt auf die Suche nach weiteren Meteoriten und mal schauen, ob ich noch fündig werde und was ich finde. Und ja, da würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich entweder die nötigen Pressen, also wir brauchen erstmal für, was brauchen wir denn? Fürs Terminal. Warum sind die Lieder alle heute wieder so? Ich muss echt mal die Playlist komplett durchgucken. So, wir brauchen Calculation. Also wir brauchen Calculation. Brauchen Logic. Calculation und Logic. Das heißt, ich brauche nur eigentlich einen Logic Processor. Dann gibt es noch eh nur einen, und zwar den Engineering. Das ist der letzte von den dreien. In, ja, genau, in den Meteoren findet man halt immer das Zeug, hab ich ja schon erzählt. Das heißt, ich gehe so ein bisschen auf die Suche. Guck nochmal, dass ich Meteor finde. Hier fliegt gerade eine Mücke lang. Hab sie nicht gekriegt.
Okay, dann gehe ich noch weiter auf Mücken- und Meteorjagd und dann sehen wir uns mal gleich wieder. Wenn ich noch was gefunden habe oder was weiß ich nicht. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt irgendwann in die Nähe vom Meteor komme und dass mein Kompass sich umdreht und ja. Gut, kann ich die eigentlich offhand nehmen? Ja. Okay, das heißt, ich versuche jetzt noch ein bisschen was zu finden und wir sehen uns gleich wieder. Dann bis gleich. Ja, schade, immer noch kein Meteor. Folgendes. Ich war gerade unterwegs, ne? Ich hab ja auch einen Haufen anderes Zeug schon gesammelt. Ich war schon nochmal bei einem Meteor. Ich habe hier in der Höhle das hier gefunden. Drüben liegen auch noch ein Haufen Items. Von irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist. Also ich war schon mal oben. Ich habe schon mal ein bisschen ausgeleuchtet. Hier sind irgendwie alle möglichen Items drinne. Das geht dann hier auch nochmal hoch. Hier sind auch nochmal Kisten mit Items drinne. Hier geht's aber nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Da unten ist auf jeden Fall noch ein Haufen anderes Zeug. Da unten liegen die ganzen Items. Moment, ich baue mal Folgendes. Ich packe mal meine kompletten Bienen hier rein. Das komplette Bienenzeug. Gehen wir da runter. Jetzt mal die Items einsammeln, die da rumliegen, ne? Und dafür machen wir das. Ja. So, es geht nämlich am einfachsten, wenn wir es so machen. Ist nämlich der ganze Mist hier ausgeleuchtet. So. Hi, Leute. Ups. Moment, das wollte ich nicht. Weg. Und dahin. So. Hi. Lass mich mal da oben hin machen, danke. So. Du kannst auch mal mit hier irgendwie verschwinden oder so. Machen wir noch den Spawner mal kaputt. Würde ich sagen. So. So, machen wir den Spawner mal gleich kaputt hier, dass hier nichts Neues kommt. So, okay. Okay, was haben wir jetzt? Okay, erstmal das ganze sinnlose Zeug weg. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das String brauche ich auch nicht. So, dann hüpfe ich jetzt einmal kurz runter. Weg. So. Okay. So, was brauchen wir noch nicht? Weizen brauchen wir nicht. Manchmal leckt das mittlerweile so komisch, wenn ich mein Inventar sortiere. Das ist faszinierend. Okay. Mein Inventar ist halt komplett voll. Ich meine, wir könnten ein paar Dinge noch wegschmeißen, die wir nicht unbedingt brauchen. Drin ist Silikon, das könnte ich eigentlich gleich noch mitnehmen, Moment. Wir haben nämlich ein bisschen Silikonmangel. Nachdem wir halt das Pack geupdatet haben. Das heißt, ich mach mal diesen da. Okay, so, weg. Auch wenn es noch mehr das Inventar ja eigentlich zumüllt jetzt, aber... Tin. Okay, Tin ist egal. Golden Apfel nehme ich mal mit. Mana-Stick können wir auch mal mitnehmen. Ist eigentlich nicht so wichtig. Name-Tag können wir mitnehmen. Pferderüstung brauchen wir nicht. Okay. Gucken wir nochmal zu dem anderen jetzt hin. Ich finde das faszinierend. Ich habe nur einen Minenschacht gesehen. Dachte mir, ja, kannst du mal runterhüpfen, kannst du mal gucken. Und dann ist da sowas irgendwie Tolles. Keine Ahnung, hier sind noch Köpfe. Skelettköpfe könnte ich eigentlich sogar mitnehmen. Ich muss halt noch die ganzen Bienen irgendwie mitnehmen. Mann, das die immer noch ein Goldapfel. Das Eisen brauche ich nicht. Biome Crystal. Was kann ich denn da draus machen? Biome Sensor, Biome Cobblestone, Biome Stone. You find Biome Crystals in Dungeon Chests. They can be used to find the biome they represent using a Biome Radar. Nee, brauche ich nicht. Ich will meine Bienen mitnehmen. Ihr habt da Bienen gefunden. Die wollen hier mitnehmen. Okay. Ich brauche 1, 2, 3, also brauchen 9, 10 Slots. Wobei das Bienenhaus kann ich im Notfall auch machen. Ja, also sagen wir 9 Slots. Ich möchte auch das Honeycomb gerne mitnehmen, weil daraus mache ich ja die Bienenhäuser und so weiter. Okay. Wir brauchen 9 Slots. Ich habe auch übrigens einen Beastwalker gefunden im Dorf. Redstone kann weg, das brauchen wir nicht. Pumpkin Seeds brauchen wir auch nicht.
können wir alles machen, theoretisch. So, das Iridium nehmen wir auf jeden Fall mit. Verdammt. Ich hab's halt nur gesehen und dachte mir, jo, kannst ja mal gucken. Ja. Die kann weg. So, gucken wir mal, was wir wegnehmen können. Wir können den Hammer, der ist eh kaputt, den können wir erstmal. Warte mal, habe ich noch was zum Reparieren vom Hammer vielleicht? Ne, ich habe nur ein Obsidian Sharpening Kit. Okay, weißt du was? Wir opfern jetzt ein Obsidian Sharpening Kit. Machen unsere Tool wieder heile hier. Dann habe ich noch einen Slot frei. Ich will es nicht verschwenden. Aber wir haben noch einen Slot frei. So, das kann auch weg. So, das sind aber noch keine neuen Slots. Wobei, wir können mal gucken. Warte mal. Das ist eine Common Queen, ne? Das heißt, eine Drohne brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Die Weilen möchte ich gerne haben. Und Steadfast eigentlich auch. Manas, die ist eigentlich auch nicht so teuer, ne? Komm, Manas, die kann weg. Warum haben alle Lieder immer so komische Parts drin? Manchmal sind sie sauschön und dann mit einmal irgendwie so ein komischer Part. Weiß nicht warum. Also ich find's komisch. So. Das können wir noch machen. Wir können zum einen den Kompass in die Offhand nehmen, dann kriegen wir auch noch einen Slot. So. Dann müsste ich jetzt eigentlich zurück, ne? Glowing Water. Das ist nicht so schwer. Nehme ich die Kommen jetzt noch mit? Kann halt nichts mehr reinpacken. Ich könnte noch laufen, dann könnte ich so eine Cranberry Stew noch essen. Das mache ich noch, okay. Das klingt nach dem Plan. Ich bin verzweifelt versucht, alles mitnehmen zu können. Ich wollte auch noch die Köpfe mitnehmen, ne? Shit. Habe ich von irgendwas, was ich dabei habe, kann ich das irgendwie ins E-System packen? Nee, ne? Doch, ich könnte eins machen. Ich könnte das Silikon abbauen. Dann kann ich es nämlich ins E-System packen. Ich ins E-System, ins Draw-System. So, wunderbar. Dann haben wir noch einen Slot frei. Dann renne ich jetzt trotzdem noch einen Hüpf mal kurz. Dann kriegen wir nämlich noch einen Slot frei und dann kann ich mir die Köpfe mitnehmen. So. Man muss Prioritäten setzen. Okay. Gut, ja, ich wollte es eigentlich hauptsächlich nur mal gezeigt haben. Ich habe noch nichts weiter gefunden, außer nochmal eine Calculation Press. Das heißt, die hat nicht unbedingt was gebracht. Ne, die Köpfe waren noch weiter oben, ne? Mensch. Hier waren die Köpfe noch. Nein, Gold dafür können wir mitnehmen, komm. Wenn wir einmal hier sind. Gut, ja. Dann würde ich aber jetzt sagen, ich bedanke mich also fürs... wir sehen uns gleich wieder, würde ich sagen. Ich gehe weiterhin auf die Suche nach Zeug. Ich habe es halt nur so hier irgendwie so rausschimmern sehen. Ich dachte zuerst, habe ich die Festung gefunden. Aber, wir müssen doch eh erstmal nach Hause. Ein bisschen Zeug abladen. Nein! Jetzt habe ich den Meteor-Kompass gesetzt. Warum? Du Spiel. Oh, Mann. Okay. Das war das. Also nochmal 4 Stahl. Und nochmal 9. Okay. Dann begebe ich mich dann gleich noch auf die Suche nach was Neuem. Und dann, ja. Das war zu kurz. Und dann sehen wir uns hoffentlich mal gleich dann wieder. Ja, vielleicht klappt ja heute doch noch was. Okay. Dann, bis gleich. Ach, die Bienen schon. So, ich habe jetzt alles. Der Meteor, wo ich jetzt gerade bin. Ich habe ganz viele Meteore abgeklappert. Ja. 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 Nun gut, so viel dazu. Jetzt muss ich nur erstmal wieder hoch. Nein, ich will. So. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, aber ich probiere mal kurz. Na, Hilfe! Jetzt muss ich auch noch niesen. Okay, ich schaff's natürlich nicht. Nein, natürlich! Ah. So. Okay. Ich will nur gerne oben das Loch zumachen, deswegen
Nein, ich vergesse immer, dass ich da einfach nur rechtsklick machen muss. So. Hä? Okay. Hä? Ja, okay. Egal. Loch ist zu. Ist egal. Ist jetzt ein bisschen tiefes Loch. Muss ich dann mal so machen. Okay. Ja, wir sind zu Hause. Ich klicke irgendwie heute nur das Falsche und... Oh, Mann. Ah, ich bin noch nicht ganz bei der Sache, glaube ich. Okay. Alles klar. So, wir haben auf jeden Fall erstmal ein bisschen Zeug, was wir jetzt erstmal wegpacken können. So. Okay. Wir haben von jeder Platte mindestens eine. Also wir haben den Logic, wir haben Silicon, wir haben Engineering und Calculation. Die Dinger kann man auch machen, indem man praktisch in den Scriber mit einer mit einem Eisenblock tut. Ich weiß jetzt nicht, wer von uns hier auf dem Server schon Eisenblock Logistics gemacht hat, deswegen habe ich gesagt, okay, ich suche das schnell und ja, war ja relativ erfolgreich. Gut. Dann würde ich sagen, ich packe das mal kurz noch weg. Und den Marble schmeißen wir auch mal irgendwo hin. Okay. Wir brauchen jetzt einen Inscribe. So, dafür brauchen wir einen Fluid Crystal. Dafür brauchen wir Judge Silver Quartz. Ich mach mal 4. Dann brauchen wir noch 4 Nether Quartz und 4 Redstone. Und dann brauchen wir ein kleines Puddle of Water. Ist das? Wir holen uns einfach mal Wasser. Oder ach komm, wir brauchen eigentlich nur mal was zu schmeißen. So. Gut, und dann flup, flup, flup. Ups, nein, nicht einsammeln. Verdammt. Flup, flup. Kurz warten. Chip. Und wir haben 8 Fluid Crystal. Wunderbar. Das sollte es vielleicht da wegtun, wenn ich da immer ankomme. So. Okay, wir haben die Fluidschüssel, die haben wir schon mal. Dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen Skystone-Blöcke. Das ist geschmolzener Skystone. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen vorher mit dem Ofen durchjagen. Nimmt das raus? Nein, Gott sei Dank. Okay, gut. Ich habe übrigens noch Folgendes. Hast du das gezeigt? Ich hatte mir Folgendes gemacht. Da oben sind jetzt 2 Windräder. Eins auf der einen Seite, eins auf der anderen Seite. Dass wir erstmal einen doppelten Strom kriegen. Für den Anfang. Ich bin am überlegen, womit ich meinen Strom generieren möchte. Ob wir sagen, wir machen die Baumfarm so, dass wir praktisch Holz in Holzkohle verwandeln. Mit irgendeiner. Ich weiß noch nicht genau, ich will gerne die Forestry-Methode automatisieren. Problem ist nur an der Forestry-Methode. Wir müssen Blöcke platzieren, müssen es anzünden und dann es ist relativ schwer zu automatisieren. Ich meine, es geht noch mit Öfen, dass wir. Wir müssen schauen, was wir machen. Gut, egal. Jedenfalls erstmal haben wir das fertig. So. Dann Basic Circuit. Wir brauchen noch Bisten. Die Bisten können wir machen. Geh. So, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Erst müssen es die gewissen sein. Nein! Okay, warte. 1, 2. Also das. Flup. Und flup. Und das dahin. Und so. Und flup, Inscriber. Den haben wir schon mal. Das Ding brauchen wir. Der Vorteil ist, die Inscriber von Applied Logistics akzeptieren jeden Strom. Das heißt, wir können zum Beispiel einfach mal hier hintergehen, können wir es an so einen Strom anschließen. Ja, Moment, warte, jetzt ist das Problem mit dem Servo hier. Schließen wir mal hier an. So. Gut. Das Ding hat ein paar Upgrade-Slots. Hier können wir praktisch bis zu 5 Upgrades reinpacken. Das sind zum Beispiel Acceleration Upgrades, die es schneller machen. Ich glaube, wir können auch einen Redstone Card reinmachen. Ich bin mir aber unsicher, ob das funktioniert. Ja. Da müssen wir schauen. Jedenfalls, fangen wir jetzt erstmal an. Wir brauchen fürs Terminal, das ist erstmal das Wichtigste, brauchen wir ein Calculation, das ist erstmal so relativ egal. Wir haben es halt bekommen. Wir brauchen 3 Logic Processor, das heißt, wir brauchen 3 Printed Silicon. Und Printed Silicon machen wir aus Silicon, wofür wir hier das brauchen. So, wir nehmen das nämlich. Ballern das einmal durch den Ofen durch. Dann kriegen wir nämlich Silikon-Ingots raus. Die sind nicht von unserem Mod. Die sind erstmal nur testhalber drin. Da müssen wir dann nochmal ein bisschen das alles machen.
Ist erstmal nur provisorisch, dieses Rezept, das ist noch nicht fertig. Nur erstmal, damit wir unser Silikon nutzen können. So, danach können wir eigentlich anfangen. Jetzt hat ernsthaft die Kohle nicht gereicht. Willst du mich verarschen? Nein. Nein, 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 ich will nur kleine. So. Okay. So, dann würde ich sagen, wir gehen aber schon mal hier rein. Und dann machen wir folgendes. Wir packen hier einmal die Silicon Press und Silikon in die Mitte. Das Ding arbeitet jetzt wunderbar. So, haben wir Silikon auch noch. So. Und wir kriegen jetzt nach und nach Printed Silicon. Das ist wunderbar. Das freut mich. So, dann brauchen wir noch, ups, Gold. Brauche noch 3 Gold-Ingots. 1, 2, 3. So. Gut, die Hammer. Dann brauchen wir den Logic Press. Nicht den, die Logic Press. Machen wir mal das. Machen wir nämlich die Dinger hier. Dafür müssen wir noch Fluix Dust machen, was nicht das Problem ist. Warum können wir es nur im Pulverizer machen? Macerator ging auch noch. Oder Macerator oder was weiß ich nicht. So, und dann nehmen wir das und das. Und dann packen wir jetzt nochmal 3 Redstone dazwischen. Dass wir erstmal ein normales Terminal haben und das upgrade ich dann offscreen. So. Wir können eigentlich schon mal... Wo bist du? Was ist das? Shopcase, so ist das. Das ist mir neu. Okay, Moment. Wir haben nicht so viele Quarz, nehmen wir mal hier von ein bisschen was. Wir brauchen. Moment. Fiber. 1, 2, 3. Reicht erstmal für die Kabel, die wir brauchen, ne? Okay, die müssen wir jetzt klein machen. Das geht hoffentlich hier. Nein, es geht nicht da. Nein! Okay. Quartz Grindstone. Das geht auch nicht in der Mill, denke ich. Dann. Okay. Grindstone. Cobblestone. Stone. Also 1, 2. 1, 2, 3. Dann brauchen wir nochmal 1, 2, 3. Wobei konnte ich es auch mit normal machen. Ja. So. Wohin gehen wir noch? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, okay, einmal das Ding. Einmal das Ding. Achso, wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5. Schwupp. Woodcrank. Was soll das Ding? Ich stelle erstmal alles irgendwo im Haus irgendwo auf. So, lassen wir das erstmal ein bisschen rotieren. Das hilft uns jetzt praktisch, das Ding erstmal zu machen. Kriegen wir jetzt erstmal. Wie mir da Crushed Quartz von Actually Editions. Okay. So, das haben wir. Hier sieht es gut aus. Wir haben den Logic Processor. Wir haben das. Dann brauchen wir jetzt nochmal 6 Glas. Also 6. Schwupp, schwupp, schwupp. Fiber. Das plus das gibt Kabel. Wir brauchen erstmal nur 2. Das heißt, wir haben schon mal die Kabel. Okay. Der für den Acceptor brauchen wir nochmal 2 und wir brauchen Iridium Gear. So, gut, dass wir ein bisschen Iridium haben. Dann können wir nämlich schon mal ein Gear machen noch. Flup. Flup. Flup, flup, flup. So, haben wir das Iridium Gear. Wir haben die Dense Steel Plate, haben wir ja auch schon fertig. Brauchen nochmal ein Basic Circuit. Glaube ich, ne? Ja, ein Basic Circuit müssen wir noch machen. Nein, das, das, das. Das Ding in der Mitte. Flüssig können wir schon mal ranpacken. So. Es wird langsam was. Ich freue mich. Wir nehmen einfach mal 8 Lapis mit. Und dann brauchen wir noch Elektronplatten. Hab ich die noch hier? Jawohl. Ups. So, machen wir einfach mal 4 Stück. Soll reichen. Dann oben und unten, boom, Energy Scepter. Yay. Yeah. Das Lied ist auch wieder, warum steigert sich das so komisch rein?
Entschuldigung, ich habe immer Probleme mit Liedern. So. Terminal. Gut, kümmern wir uns jetzt noch ums Terminal und dann haben wir es. Dafür brauchen wir einmal das, dafür brauchen wir Refine, zwei Refine und ein Simple. Okay, das heißt, ich muss noch mal ein bisschen... Das, Simple, also 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, Moment. Nein. 2. Problem ist, ich brauche noch Kaktusgrün. Ach, ich habe mal welche. Wunderbar. Gut. So, dann machen wir einmal hier nochmal ein Basic Circuit. Ich habe natürlich kein... Oh, ich habe keine Kupferplatte. Ich wollte das mit in der Folge machen. Ich beeil mich. Weg. Einmal. Hier, das kommt weg. Da kommt das Ding rein. So, kommt Kupfer drauf. Das Ding können wir rausnehmen. Dann den nächsten. Bisschen hinterrennen jetzt. Wir müssen alles so schnell wie möglich schaffen. So, den haben wir auch. Das heißt, wir machen jetzt einmal dieses Ding. Brauchen wir ein Circuit Base. Ich habe keine Circuit Base mehr. Och nö. Ich habe auch keine Eisenblock mehr. Oh mein. Okay. Ich will doch nur Zeug machen können. Okay, die Folge ist auf jeden Fall überlängenmäßig. So, komm her. So. Rest sammle ich dann nach der Folge ein, ist mir egal. So, wir machen jetzt erstmal das hier. Nein. So, das Ding. Achso, dafür brauche ich. Ich hätte es auch einfach machen können, egal. So, das Ding. Machen wir es so. Geht schneller, als wenn ich jetzt alles raussuche. So. Simple. Dann Illuminated Panel. Dafür brauchen wir noch Kohle. Wir werden niemals fertig heute. Ich verspreche es euch, wir werden heute niemals fertig. Welchen Platten haben wir dann noch? Okay. Ich hole mal die Eisenplatten schon mal. Hup. Warte, ich brauche doch 5, ne? Verzählt. So. Okay. Gut. Vielleicht schaffen wir es noch in unter 40 Minuten, diese Folge. Ich hoffe es. Okay, komm. Komm. Sehr gut. So, dann haben wir 4 Glas. 1, 2, 3, 4. Das war 1 zu viel, egal. 2, 3, 4. So. Quarzglas. Okay, Eisenplatten haben wir auch. Das heißt, wir können jetzt das Ding machen. So, dafür brauchen wir jetzt noch das hier. Dafür brauchen wir noch Fluix. Fluix kann ich machen. Genau noch 2. So, okay. So, das heißt einmal das mit dem und dem und einmal mit dem. Einmal mit dem. Das Formation Core und einmal mit dem Annihilation Core. Das Ding. Und wir haben ein Terminal. Das ist erstmal alles, was ich haben möchte. Ciao! Ich hab jetzt was Schöneres. So, einmal das, einmal das. Auf Wiedersehen. War schön, eine Bekanntschaft zu machen. Also wir bräuchten eigentlich noch einen Storage Pass, ne? Das Konzept habe ich noch nicht angepasst. Nein.
Okay. Egal. Aber wir können jetzt trotzdem erstmal Folgendes machen. Ihr könnt das machen. Erstmal nur das, was da steht. Das Rest brauchen wir dann nächste Folge. So. Und jetzt setzen wir ein Terminal dran. Yay! Es hat noch keinen Speicher. Aber wir haben es! Endlich! Okay. Oh, das Leben wird so viel schöner werden. Ich sag's euch. Gut, jetzt mache ich aber wirklich die Folge zu Ende. Wir haben viel zu viel aufgenommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Und jetzt tschüss, auf Wiedersehen. Noch einen schönen Tag und... Ach, Gottes Willen. Ciao.